Ja, Froni, dann erzähl mal, was wir uns heute anschauen dürfen oder was du dir gerne anschauen möchtest. Ja, ich habe gemerkt, dass ich nicht annehmen kann. In Bezug auf was? Im Allgemeinen. Also wenn ich für irgendjemanden was machen kann, das ist für mich normal selbstverständlich. Wenn aber jemand sich anbietet, für mich was zu tun oder mir was schenken will oder irgendwie so, da bin ich irgendwie, ja, ich kann es nicht richtig annehmen. Okay. Ich denke mal, es hängt ein bisschen mit Erziehung zusammen. Ha, okay. Gut, werden wir ja gleich sehen, wenn ich mich bei dir einlogge. Ich erkläre das noch mal ganz kurz hier. Ich logge mich mit deiner Erlaubnis in dein Energiefeld ein. Der eine sagt, es ist dein Energiefeld, der andere sagt, es ist. Was gibt es noch für Begriffe? Akasha, Chronik, manch einer nennt das so, wie auch immer. Ja, genau, es gibt ganz viele Bezeichnungen Ganz dafür. viele Bezeichnungen, denn du kommst ja auch aus dieser spirituellen Richtung. Ja. Und ich erkläre das nur mal ganz kurz. Mir ist das vom Wort her völlig egal, aber ich kriege die Infos. Ich verbinde mich mit deinem Energiefeld. Und dann kommt die Ursache, die ich abfrage, und das ziemlich schnell. Und dann kommen Bilder, Wörter, Geschichten, und dann schlenkern wir uns zum Punkt der Ursache. Genau. Ja. Genau. So, also, Froni, wollen wir starten? Starten wir. Okay, gut. Ich frage jetzt direkt ab, woher die Ursache kommt, dass du Dinge, die eigentlich ja gut sind für dich, Ja. dass du die nicht annehmen kannst. Okay, jetzt kommt als erstes so das Wort Verbot. Okay, ich frage weiter. Wer verbietet dir denn das? Du dir selbst und was ist die Ursache? Okay, also. Es ist eine Ahnengeschichte. Ich sehe eine Oma von dir mit grauen Haaren. Und jetzt muss ich mal mehr Infos bekommen. Oma weiblicher Seite, also deine Mutter, die Mutter, hast du die Ja. kennengelernt? Ja, habe ich vielleicht dreimal in meinem Leben gesehen, ja. Ah, okay. Okay, die ist ein bisschen von der Statur her kräftiger. Und wieso zeigt es mir jetzt diese Ursache genau an diesem Punkt an? Jetzt sagt sie zu mir, die ist ja schon nicht mehr am Leben, Richtig? das darfst du nicht machen. Das ist nicht erlaubt. Das darf man nicht. Okay. Warum darf man denn das nicht? Das ist komisch, ne? Die sagt mir, Männer dürfen das und Frauen dürfen das nicht. Ja. Das ist ganz komisch, ha? Die ist da in ihrem Konstrukt gefangen. Frauen dürfen keine Hilfe annehmen oder irgendwelche Dinge annehmen. Männer wäre für die völlig in Ordnung, aber Frauen definitiv nicht. Okay. Wieso? Es wird mir angezeigt, dass wenn Frauen Hilfe annehmen würden, Geschenke annehmen würden, dass es ihr Glaube ist, dass Frauen dafür eine Gegenleistung erbringen müssen. Aha, ja. Und ich merke jetzt, weil ich ja jetzt schon in deinem Feld bin, dass da eine Reaktion bei dir stattfindet und es fühlt sich beschissen an. Ja. Also ich könnte jetzt glatt weg.
Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Es fühlt sich nach sexuellen Dienstleistungen an, um das mal direkt auf den Punkt zu bringen, die sich gar nicht gut anfühlen. Und dann hat die Oma sich irgendwann entschieden, niemals von irgendjemandem Dinge anzunehmen, um ja nicht Gegenleistungen in welcher Art auch immer entgegenbringen zu müssen. Ja. Das fühlt sich richtig mächtig schlecht an. Und die Oma, die wird da auch Dinge erlebt haben in dieser Richtung, in dieser Richtig. sexuellen, das weißt du? Jetzt, nachdem du das sagst, ist mir bewusst, dass da irgendwas war. Konkret habe ich nichts, aber ich weiß, dass es so ähnlich gelaufen ist. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an und deine Oma hat sich wirklich geschworen, für sich, bewusst für sich, aber es betrifft ja euch alle. Ja, das ist ja die Epigenetik, ne? Richtig, genau. Von deiner Oma über deine Mama bei dir und höchstwahrscheinlich hängt das auch bei deiner Tochter noch, hä? Und bei deiner Enkelin, ne? Richtig. Okay. Also es fühlt sich echt nicht gut an, ne? Merkst Nee. du das? Willst du es behalten? Nö. Sicher? Ganz sicher. Okay, ich bitte dich, dass du mal vom Gefühl her in diese Situation hineingehst, wie es deiner Oma damals ging. Stell dir vor, es tut dir ein Mann, meinethalben, einen Gefallen, den sie dankbar angenommen hat. Und eine Zeit lang später denkt sie sich nichts dabei, kommt dieser Mann und will eine Gegenleistung. Und dann stehen die sich gegenüber und jetzt will er was. Und jetzt fühl dich mal in die Situation hinein, was das für ein Schock für deine Oma gewesen ist. Hilflos, wehrlos dazustehen, hast was empfangen und musst jetzt eine Gegenleistung erbringen. Oh, es kommt mir schon wieder. Ja, es ist hier und hier ein wahnsinniger Druck auf den Kopf. Okay. Wenn du im Gefühl bist, würde ich jetzt an die Auflösung kommen, dass das dich im Hier und Jetzt nicht mehr betrifft und die Ahnengeschichte bei dir löschen. Kappen. Ja. Okay. Gut. So, und jetzt ist es auch mal an der Zeit, noch ganz kurz deinen Ahnen ein bisschen, ja, trotzdem, dass das so blöd ist, weil das ist ja ein System, was dich jetzt betrifft, trotzdem da deinen Frieden zu schließen mit von deiner Seite her zu deinen Ahnen. Ja. Genau, dass dir das nochmal bewusst wird. Absichtlich haben solche Dinge nie stattgefunden, solche Programme. Ja, das ist mir bewusst durch meine Arbeit, dass meine Ahnen nichts dafür kennen, dass es mir gegeben haben. Genau, ne? Bewusst. Wir sind jetzt im Jahr 2021, wir sind jetzt so weit von unserem Bewusstsein,
Und es werden ja immer mehr, Gott sei Dank, immer mehr Personen, die solche Blockadensysteme erkennen durch Hellsichtigkeit oder wie auch immer. Und da kann man dankbar sein, dass jetzt die Zeit ist, dass deine Kinder, deine Tochter speziell dieses Programm und deine Enkelin nicht mehr weitertragen brauchen. Du machst also Ahnenblockadenlösungen für deine Nachfahren, ne? Das ist Ja. ein toller, toller Job, den du heute machst. Genau, dass du deinen Frieden schließt mit deinen Ahnen und dass das vorbei ist. So. Ich habe schon aufstoßen müssen. Ich merke, dass es arbeitet im Magen-Bauchbereich. Genau, Froni, es zeigt mir an 2 bis 3 Wochen. Für Zuschauer, die jetzt noch nie meine Zeitangaben einordnen können, ist, ich habe das jetzt aus deinem Energiefeld gelöscht, diese Ahnenthematik, dass es dich im Hier und Jetzt nicht mehr betrifft. Aber deine Grobstofflichkeit, die braucht halt etwas länger. Ah, es arbeitet schon bei dir. Ich lasse dich gleich in Ruhe. Und deine Grobstofflichkeit, deine Zellen, die brauchen ein wenig länger als dein Energiefeld, um das zu verdauen. Und Ja. du weißt es ja, aber für die Zuschauer erkläre ich das nochmal. Ich gebe dann immer eine Zeitangabe mit dazu. 2 bis 3 Wochen ist es bei dir, dass du energetisch auf dieses Thema bitte nicht mehr arbeitest, sondern einfach nur in der beobachtenden Position dich und deinen Körper beobachtest, deine Zellen arbeiten und alles, was in dieser Zeit passiert, das können körperliche Reaktionen sein, wie Reinigung oder Kopfschmerzen oder wie auch immer. Das ist eine Heilungsphase deiner Zellen, ne? Dass das alles rausgeht. Ne? Also wenn du mehr auf Toilette musst oder wenn du mal wirklich, Ja. dann ist das total entspannt. Nicht für dich vielleicht, aber dann ist das ein gutes Ja. Zeichen, dass deine Zellen gut dieses alte System rausbringen. Ne? Der Ja. Hinweis, was ich natürlich immer mitgebe, sollte es dir wirklich schlecht gehen. Du bist eine erwachsene Frau, geh zum Arzt oder Heilpraktiker. Ja.